meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Endlich mal. Es ist diesmal ein XXXXXL Aufgebraucht-Video für meine Verhältnisse, weil ich habe mal wieder mein Bad aussortiert und habe da auch viele leere Sachen gefunden oder Sachen, die schon abgelaufen oder eingetrocknet sind. Wie auch immer, deswegen fange ich gleich mal an. Es wird wahrscheinlich sehr, 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 sehr lang. Und ja. Aufgebraucht habe ich die Nivea SOS Pflegelotion. Die liegt schon seit Ewigkeiten in meinem Schrank, aufgebraucht natürlich. Und ja, die fand ich sehr gut, weil ich bin ja eigentlich kein Bodylotion-Fan. Aber die scheint ja wohl so gut gewesen zu sein, dass ich sie aufgebraucht habe. Dann habe ich aufgebraucht eine Maske, eine Tuchmaske von... keine Ahnung, Glacier, Clay, Spa, Agil, bla 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 bla. Die kennt ihr ja, das sind ja diese neuen. Und ich fand diese Tuchmaske sehr, sehr gut, sehr entspannt und irgendwie, zwar ist es ungewohnt auf der Haut und das Auftragen ist auch jetzt nicht ganz so einfach, aber der Effekt ist wirklich toll und ich würde mir die auch auf jeden Fall wiederholen. Aufgebraucht habe ich leider mein Balea Aqua Wasserspray. Das ist aber noch aus dem letzten Jahr, da war die Verpackung noch kleiner gewesen. Und ja, das habe ich noch im Schrank gefunden. Ich liebe es, es ist mein absoluter Favorit zur jetzigen Jahreszeit. Und ja, das kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Da Repair Pflegespülung, Intensivreparatur, fand ich sehr, sehr gut. Ihr wisst ja, ich liebe Dove-Produkte. Zurzeit benutze ich sie gerade nicht, weil ich noch so viele andere Shampoos habe. Aber ansonsten kann ich nichts Schlechtes über die Shampoos und die Spülung sagen. Weil es sind zwar Silikone drin, aber ich finde sie trotzdem gut, weil sie riechen einfach unschlagbar. Und ja, genau, deswegen. Aufgebraucht habe ich meinen geliebten Maybelline Jade Augen-Make-up-Entferner, der beste Augen-Make-up-Entferner of the world. Ich habe noch den von Rival de Loop zu stehen, habe ich auch nicht benutzt, weil ich gerade das L'Oreal Micellenwasser verwende und das ist auch sehr, sehr gut. Aber falls ihr auf der Suche nach einem Augen-Make-up-Entferner seid, ist das hier der beste, den ich euch empfehlen kann. Definitiv. Haarspray ist wieder so eine Sache von meinem Freund, der mittlerweile auch seine aufgebrauchten Produkte in meine Tüte packt. Ja, einmal das Powerful Age Haarspray und das Invisible Power Haarspray. Und ich weiß, dass er dieses hier besser findet. Das hält so mega gut. Für mich wäre es gar nichts. Ich mag kein mega starkes Haarspray. Ja, also falls euer Freund ein Haarspray braucht, falls ihr auch so einen habt wie ich, dann holt ihm das hier. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ihr müsst doch immer aufpassen, dass ihr Haarspray holt für euren Freund und nicht Haarlack. Weil da kriege ich da manchmal Ärger, weil Haarlack ist ja ganz schön glänzend. Wollen ja die meisten nicht. Zweimal BB Young Care Reinigungstücher habe ich aufgebraucht. Da brauche ich ja eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das sind ja meine liebsten Reinigungstücher of the world. Meine AOC Pure Nutrition nährende Nachtpflege ist leider alle. Die habe ich ja damals in meinem Adventskalender drin gehabt, den mein Freund für mich gebastelt hat. Und ich fand diese Nachtpflege sehr, 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 sehr wirklich mega gut. Die ist so reichhaltig. Ich liebe sie. Wenn meine jetzige Nachtpflege alle ist, dann werde ich mir die hier auf jeden Fall nachkaufen. Oh Gott. Ja, dann habe ich ganz schön viel Kosmetikzeug aussortiert, weil das auch schon halt alles eingetrocknet ist oder abgelaufen. Da habe ich den Manhattan Wake Up Concealer, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ja, den fand ich aber damals nicht ganz so gut, weil der ist nicht wirklich deckend. Dann habe ich den von L'Oréal Paris Double Extensions, die Mascara. Eine meiner Lieblingsmascaras, gibt es die eigentlich noch? Ja, sie ist mega, mega ausgetrocknet, deswegen geht das alles nicht mehr. Die sind auch schon mehrere Jahre alt. Nicht, dass ich hier wieder gehatet werde. Die Sachen sind wirklich im Arsch. Maybelline New York False Lashes, The Falsies Volume Express. Fand ich auch sehr gut, diese Mascara. Leider, es tut mir weh, dass ich sie jetzt alle wegschmeißen muss. Aber irgendwann muss man sich auch mal trennen, weil was hat man davon, wenn man... Gut, manche sammeln das ja, aber ich kann es ja eh nicht mehr benutzen. Also es ist eigentlich nur Staubfänger und Platzverschwendung. Astor Play Big, Big and Beautiful war für mich eine Enttäuschung gewesen. Ich habe mir sehr, sehr viel davon erhofft, von dieser Mascara. Sie hat auch ein Gummibürstchen, aber ich weiß, dass ich sie nicht so gut fand. Ich
Ich glaube, da hat sogar Heidi Klum ihr Gesicht für gegeben und da war ich relativ enttäuscht. Dann habe ich den Kiko Make-up Milano Soft Focus Concealer aufgebraucht. Den mochte ich auch nicht so gerne, weil der auch nicht so deckend ist. Also der ist sehr noch lichtdurchlässig, habe ihn aber trotzdem natürlich aufgebraucht. L'Oreal, ist sie überhaupt L'Oreal? Volume Million Lashes Extra Black Mascara, eine meiner Lieblingsmascaras, davon habe ich so viele. Und die hat hier auch so ein richtig schönes Gummibürstchen. Und ich liebe, liebe, liebe diese Mascara. Ich glaube, das wird die nächste sein, die ich mir kaufe. Maybelline The Colossal Volume Express, auch eine meiner Lieblingsmascaras. Ich liebe die. Und die, sie hat so ein Bürstchen. Und ich finde die richtig gut, aber ich sehe gerade, ein bisschen geht noch. Aber ich habe sie mir damals gekauft, wo ich in Amerika war. Und das ist jetzt schon 4 Jahre her. Und deswegen ist es dann auch nicht mehr so gut, wenn man sich das auf die Augen drauf macht. Als wenn ich noch nicht genug Mascara aufgebraucht habe. Ich habe einmal von The Balm die Cheetah Mascara. Die durfte ich mir ja mal aussuchen. Die habe ich kostenlos bekommen. Und ich mag die überhaupt nicht. Die hat meine Wimpern total verklebt. Ich mag die Bürste gar nicht. Also die hatte für mich überhaupt gar keinen Effekt. Und ich bin auch froh, dass ich sie jetzt endlich aufgebraucht habe. Dann habe ich von Max Factor 200 Calorie Dramatic Look Mascara. Ja, kann ich leider nichts dazu sagen, weil die ist schon so mega eingetrocknet, dass ich eigentlich nichts mehr dazu sagen kann. Das ist wirklich schon lange, lange her. Ich habe sie endlich aufgebraucht, muss ich leider endlich sagen, die Isle of Extreme Essence Mascara. Sie ist sehr gut, aber für mich leider nicht geeignet. Ich habe zwar große Augen, aber ich stehe nicht so, also ich komme damit nicht klar, das ist nichts für mich. Ich mag lieber diese kleinen Gummibüßchen, so wie bei der Volume Million Lashes. Dann habe ich aufgebraucht eine Mascara von Lambre, die war mal in der Pinkbox gewesen. Die ist sehr, 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 sehr schnell alle geworden. Die hat ja auch so einen Schwung. Aber sie hat mir auch nicht das Wimpernvolumen gegeben, was ich mir erhofft hätte. Deswegen würde ich sie auch mir nicht nachkaufen, weil ich auch nicht mal weiß, wo man überhaupt eine Mascara kriegt. Manhattan Extreme Last Eyeliner in Schwarz, der ist ja so mega, mega alle. Der ist eigentlich zum Rausdrehen. Und ich liebe so eine Eyeliner. Ich benutze jetzt keine schwarzen mehr. Früher habe ich immer schwarze benutzt, aber dann habe ich immer die zum Rausdrehen genommen, weil die am besten sind. Essence Liquid Eyeliner, habe ich mir jetzt so gedacht, ich habe ja noch einen Eyeliner, aber den kann man nicht mehr benutzen, weil das sind nur noch Klumpen. Und ja, deswegen habe ich den auch aufgebraucht. Hier habe ich nochmal meine Volume Million Lashes Mascara, die auch leider aufgebraucht ist. Leider aufgebraucht habe ich meinen endlich aufgebraucht habe ich John Frieda Frizzies Hitzeschutz. Ich mag den nicht so gerne, der hat meine Haare so relativ verklebt und war jetzt nicht so meins. Ich schwöre immer noch auf meinen Darm-Hitzeschutz. Q10 Augenpads, die klebt man sich unter die Augen, damit die entspannt sind. Ich liebe, liebe, liebe die ganz, 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 ganz doll. Und dann habe ich eine Anti-Pickel-Maske von Shebens, antibakteriell mit Teebaumöl. Die finde ich sowas von gut. Ey, das ist eine meiner Lieblingsmasken geworden, weil die richtig gut die Haut entspannt und beruhigt. Und ja, finde ich mega, 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 mega cool. So. Oh mein Gott, ich habe ganz schön viel aussortiert. Von Kiko die Ultra Tech Waterproof Mascara. Hat hier ein Gummibürstchen, habe ich in meinem Urlaub aufgebraucht. Sie war ganz okay, sie war auf jeden Fall waterproof, aber sie hat die Wimpern nicht richtig schön gemacht. Sie hat eher verklebt. Von Essence Get Big Lashes, die hier, diese Mascara. Auch ein großes Bürstchen, erinnert mich so ein bisschen an die Isle of Extreme. Ich fand sie in Ordnung, aber keinen Grund zum Nachkaufen. Dann habe ich von Alverde Maximum Aubergine, das ist eine Mascara in der Farbe Aubergine, die hatte ich mal in der Pinkbox drin. Ich sehe gerade, die geht ja doch noch. Nee, die behalte ich. Die ist nicht aufgebraucht. Da geht ja noch was. Ich dachte, ich habe die alle gemacht. Die ist nicht in der Farbe Aubergine und das wirkt auch manchmal richtig cool, wenn man nicht ganz so schwarze Wimpern hat. Da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich die jetzt behalten kann.
Dann habe ich von Essence aufgebraucht Essence Maximum Definition Volume Mascara mit Gummibürstchen. So sieht die aus. Die ist auch alle. Ich weiß nicht, ob ich die gut fand, weiß ich leider nicht mehr. Meine Catrice BB Allround Foundation 6 in 1 ist alle, mein Begleiter vom letzten Jahr. Ich finde diese BB Cream sehr, 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 sehr gut, weil sie auch sehr gut deckt. Also, ja, ist eigentlich schon fast, kann man das als Make-up bezeichnen, aber halt nicht so schwer wie Make-up, deswegen ganz cool. Dann habe ich meinen Alverde Augenbrauenstift aufgebraucht. Also den habe ich ja sowas von aufgebraucht, da geht ja gar nichts mehr. Ist immer noch mein liebster Augenbrauenstift. Dann habe ich den hier von Essence jetzt eh mal aussortiert und aufgebraucht, weil der ist hellbraun, der passt sowieso nicht mehr. Den hatte ich mir damals noch zugelegt, als ich noch schwarze Haare hatte. Hier habe ich noch eine Mascara aufgebraucht und zwar die Essence All Eyes on Me Multi-Effekt Mascara. Die war halt so lila und das fand ich voll, voll cool, aber leider, leider ist sie alle. Dann habe ich aufgebraucht das Essence Like a Day in the Candy Shop Parfüm. Das habe ich mir immer halt so cool irgendwie so raufgesprüht und fand ich voll cool. Hat gut gerochen. Von Kneipp Classic Badeöl Melisse. Ich mag manchmal mag ich auch halt so Kräuterbäder und Melisse ist ja so entspannt, ja. Oh, ich finde, das riecht so lecker. Ja, mag ich sehr, 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 sehr gerne. Dann habe ich aufgebraucht von AOP Pure Bonbons Mattierende Tagespflege. Die war mal in der Pinkbox. Auch eine richtig, richtig gute Tagespflege, aber mattierend brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Deswegen, ich würde mir keine Mattierende mehr holen. Ja, dann habe ich aufgebraucht, da war ich sehr, 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 sehr traurig. Essence Glitter Mascara Top Coat. Ich habe mich so gefreut, als ich den hier wiedergefunden habe. Da habe ich gedacht, yeah, ich mache mir Glitzer auf die Augen. Aber leider ist das hier nur noch so ein Klumpen und kann ich leider nicht mehr benutzen. Maximum Protection von Dove hatte ich aufgebraucht. Das beste Deo immer noch. Ich habe mir jetzt schon so viele Ersatzdeos geholt, aber es gibt kein Deo, was so gut ist wie das hier und das auch so gut schützt. Ich werde es mir wieder nachkaufen. Ja, dann habe ich aufgebraucht meinen Essence Eyebrow Styler, der mir dann auch noch zum Schluss runtergefallen ist. Deswegen kann ich den nicht mehr benutzen, weil sofort alles runterbröckeln würde. Und noch aufgebraucht habe ich von Maybelline Yarde Dream Satin Liquid Make-up. Das ist aufgebraucht. Das sieht auch schon echt ranzig aus. Und das ist... Das war gut, wahrscheinlich, sonst hätte ich es ja nicht aufgebraucht. Ja, so waren wir heute ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil halt viele Artikel, ne, man kann ja nicht zu jedem Artikel was sagen. Habt ihr, ich habe so viele Mascaras jetzt, habt ihr davon welche, auf die ihr schwört? Ja, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und dann sage ich einfach mal Tschüssi, ihr Lieben. Tschüssi, ihr Lieben.